Ja, willkommen zur 20. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind ja mitten im Frühling hier, haben unseren ersten Handel auch gestartet. Colina ist hier auch noch unterwegs, ist aber schon auf dem Rückweg, bringt uns doch einiges mit, was er alles so unterwegs gefunden hat. Und ja, hier bei unseren Bautätigkeiten ist sicherlich gerade so hier die Hauptaufgabe, die Felder weiter frei zu schaufeln. Wir haben hier doch, das geht so einigermaßen. Ich überlege gerade, ob ich das noch etwas größer mache. Zwei Felder haben wir schon angelegt, gerade für die, ich sag mal, wichtigsten Sachen. Ja, wobei irgendwie ist alles wichtig, aber okay, Johannisbeeren und Gerste, weil da können wir Nahrung draus machen und wir können auch Getränke draus machen. Deshalb habe ich das mal etwas priorisiert. Wir brauchen definitiv aber auch die anderen, die wir im letzten Jahr hier schon hatten. Das sind halt, ups. Kleine Entschuldigung, Flachs und Kräuter ist die eine Sache und dann eben auch die Gemüsesorten, also wo wir denn im Wesentlichen Kohl und Karotten haben. Und da muss man die Dinger natürlich auch noch freischaufeln. Jo, das sind die Aufgaben und für gute andere Baustellen will ich eigentlich da gar nicht so sehr aufmachen. Wir haben natürlich dann noch weitere Aufgaben. Ich weiß gar nicht, ich wollte vielleicht die Küche haben wir letzte Folge ja auch in Betrieb genommen hier. Ist nicht sehr groß, aber ja gut, wir haben halt an der Stelle nicht viel. Und ja, nachdem wir alle Leute in Unterkunft gebracht haben, hier im, sage ich mal, oberen Teil, haben wir da kurzfristig eigentlich nicht mehr weiter zu bauen. Die nächsten Aktionen, wenn das denn hier mit den Feldern durch ist, das werden sicherlich hier unsere Produktionsstätten hier, sag ich mal, hier im linken unteren Teil sein. Da sollen zwei Räume, oder oh, sind sie schon da, kommen hier nachts angehechtet. Die Karawane ist heimgekehrt. Naja, sehr schön. Okay, vor allem, ja, muss sagen, ist auch ein tolles Gebäude hier. Hier die Karawanenhaltestelle. Das Zeug wandert alles gleich hierher. Wir haben ja auch ein paar Tiere mitgebracht. Die werden wahrscheinlich dann eher noch geholt. Also die untrainierten. Also apropos untrainiert. Da müssen wir denn jetzt natürlich mal trainieren. Zwei Schafe kommen noch dazu. Eine Kuh, eine Katze. Dann haben wir jetzt hier eine männliche und eine weibliche Katze, Honey und Griff oder so. Oh, da kann man dann auch noch etwas trainieren. Da haben sie denn Herrn Colina und so wieder zu tun. Ja, die kommt denn jetzt auch gerade noch so einigermaßen. Kann sich noch etwas hinlegen. Da ist er ja. Mach mal, Colina. Du hast hier ordentlich gehandelt. Das war sehr, sehr schön, was du uns da alles mitgebracht hast. Vor allem haben wir eben auch einiges an Material erhandelt, was wir denn jetzt hier entsprechend einsetzen können. Ja, müssen wir mal gucken. Vor allem die Kalksteinsachen sind halt wichtig. Vor allem die Schmiede, die wir demnächst denn bauen wollen. Halt, da ist wichtig, 100 Kalksteinziegel. Jetzt haben wir sie, kein Problem. Das wäre die Sache. Und ja, sonst haben wir ja mit dem Armbrustbau auch schon angefangen. Und da haben wir da jetzt, ja doch, da haben wir wieder noch ein paar mechanische Komponenten dazu gekriegt. Wir mal sehen, wir haben, ja hier gut, zwei schwere Armbrüste haben wir schon verteilt, Markus und Emelina, müssen wir mal gucken, aus den Komponenten, die wir da jetzt haben, könnten wir noch 5 weitere Armbrüste bauen, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Frage ist auch, ob das für jeden schon passen wird. Wir brauchen Skill 15 in Meisterschütze. Ich glaube, da war doch noch irgendjemand. Ja, Zynrik hat die 14. Naja gut, vielleicht sollte ich den einfach noch mal irgendwie einen Tag lang trainieren lassen. Ich habe mal gedacht, vielleicht werden wir hier überfallen. Deshalb habe ich den mal schon hier die Langarm, nein, nicht Langarmbrust, die Langbögen in die Hand gedrückt. Ja gut, das, ach ja, wobei, der kann das eigentlich auch behalten. Dann würde ich sagen, ja, der nächste Angriff kommt bestimmt. Aber andererseits, sie können das ja durchaus dann auch mal trainieren. Tja, ansonsten, wenn ich das hier schon wieder sehe, die Iltisse kommen hier nach wie vor an. Ich meine, guckt euch das an, die machen das Tor auf. Also das ist so ein Blödsinn. Das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf raus, wenn mich das so massiv stört. Jetzt haben wir halt hier oben natürlich wieder mehr Tiere, die auch Futter kriegen. Die können sich durchaus von dem Heu ernähren, aber dass die Iltisse uns ja ständig hier das Futter klauen, das ist irgendwie schon ziemlich krass. Und man kann effektiv hier nichts gegen machen. Das sind auch inzwischen so viele, die können wir nicht alle abschießen. Hier kommt der nächste. Irgendwie ist das sinnlos. Vielleicht sollte ich einfach davon absehen, hier Tierfutter reinzulegen. Das ist ja, alles andere funktioniert irgendwie nicht.
Also nach und nach wird das natürlich passieren, wenn denn die Tiere alle trainiert sind und in unserer Basis, die können sich denn von unserem Lager die Nahrungsmittel holen, dann brauchen sie die hier nicht mehr. Und aber ich meine, an sich funktioniert das ja hier sehr gut. So ist es ja nicht, wenn denn halten wir einfach nicht die Iltisse da die Türen aufmachen können. Wäre ja alles in Ordnung. Wir haben, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, zwischendurften hier auch unser Rohmaterial, also was Gemüse angeht, ziemlich runtergegangen sein. Ja, ich meine, guckt das an, da kommt einer nach dem anderen und das wird halt einfach zu viel. Ich meine, wenn ab und an da mal einer kommt und man kann halt einfach nichts dagegen machen. Einen von meinen Leuten hier hinstellen und schießen lassen. Warte mal, Emily, na komm mal hier. Mach mal. Schieß. Aber das Problem ist, die trifft halt so gut wie gar nicht. Und das andere Problem ist aber eben auch, es sind den Iltissen. Es sind nur die Iltisse. Die anderen Tiere ist unproblematisch. Guckt er nochmal wieder. Nee, ich weiß nicht, weil die wollen ja essen. Da kommt der nächste hier schon. Also, es ist einfach krass. Na gut, kann man ja vielleicht. Ich könnte ja den Zinnrig, ist ja schon wach. Ne, der schläft noch. Ich meine, jetzt steht sie direkt davor. Das sollte doch total einfach sein, da zu treffen. Guck mal. Zack, nein. Kannst du vergessen, das funktioniert halt auch nicht. Na gut, mit der schweren Armbrust ist jetzt auch nicht so ideal. Kann man gut sehen, wie lange das dauert, bis er nochmal schießt. Aber wenn sie denn mal schießt und trifft, dann ist es natürlich sofort. Ja, aber wie gesagt, die Problematik ist die, wir haben hier doch einige Iltisse inzwischen auf der Karte und die kommen hier alle vorbei. Guckt ihr das an, da kommt gleich der nächste. Wie gesagt, es funktioniert einfach nicht. Und so ganz kann ich auch. Markus kommt gerade hier an. Dann kommt Markus, vielleicht kannst du denn mal, komm, schnell rum hier, hol dir noch ein paar Punkte. Die Punkte. Muss erst durch die Türen durch, aber. Zack, er hat auch eine schwere Armbrust. Ne? Der geht gleich nochmal darunter. Zack, auch getroffen. Das haben wir schon zwei. Naja, gut, okay. Irgendwie, aber halt, ist es irgendwie doof. Ich würde auch. Ja, ich würde mich durchaus dazu. Es ist halt irgendwie. Wir können die. Dass sie die Tür aufmachen und da reingehen, das soll da einfach nicht sein, finde ich. Und wenn die das nicht machen würden, wäre alles in Ordnung, aber so, naja, gut, wahrscheinlich würde es auch gehen, wenn ich hier einen abstelle und so nach und nach die ganzen Iltisse so oben schieße. Lass mal gucken, wie viel haben wir denn? Wo kommen hier denn doch da Ideen? Aber hier ist noch ein Iltis, da sind zwei, drei. Und hier haben wir noch, hier sind 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das kannst du vergessen. Also das sind hier irgendwie so 15 Iltisse. Ich weiß nicht, ob die denn noch nachwachsen. Also theoretisch wäre das möglich, aber ich weiß es nicht. Nee, aber wir werden so nach und nach ohnehin die Tiere trainieren. Es ist ja klar, wir haben es ja gerade auch schon hier auf der Seite gesehen. Es sind halt jetzt gerade wieder ein paar dazugekommen, die Schafe. Und es wird etwas dauern, bis wir die alle trainiert haben. Wenn wir trainiert haben, dann brauchen wir das nicht mehr. Die Frage ist, ob wir hier das Futter in dem Trog brauchen. Ich werde mal schauen, wenn ich da auch auf Heu gehe, weil Heu holen sie sich nicht. Die Iltisse. Das ist halt nur das Tierfutter. Und wir haben jetzt hier Schafe und Kühe. Ist aber auch noch eine Katze. Und ich glaube, Katze mit Heu kann man vergessen. Das funktioniert nicht. Mal sehen, wie das funktioniert. Wo ist denn hier unser Kätzchen? Die ist ja neu. Das ist natürlich 17%. Hat Emilia gerade trainiert, glaube ich. Irgendwo habe ich auch, meine ich auch, eine Meldung gesehen zu haben, dass da irgendwas schiefgegangen ist in meinem Trainingsversuch. Colina nutzt, ach, der wird wahrscheinlich ja vom Schaf etwas Wolle. Naja, okay. Gut, also das wird schon laufen. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Wie gesagt. Schon öfter mal darauf hingewiesen, das finde ich doch reichlich unglücklich. Ich schaue mal, ob das hier mit dem Heu funktioniert. Sollte eigentlich, was die Katze angeht, nicht funktionieren. Das ist halt so die Geschichte. Was haben wir da für Möglichkeiten? Eigentlich haben wir keine. Wir könnten das hier komplett ausbauen. Und mal die Katze, die rennt sowieso nicht hier mit drin. Naja, dann ist es unproblematisch. Das macht total Sinn. Finde ich sehr gut, dass die Katze nicht gebunden ist hier an das Gatter und dann können wir das so lassen, weil dann haben wir nämlich hier nur die
die Kühe und die Schafe und für die sollte eigentlich das Heu reichen. Okay, gut, dann sollte das klar gehen. Also, dann schauen wir mal nochmal hier hin. Also, ich wollte das ja eigentlich dann mal hier mit doppelt laufen lassen. Ja, Freibuddeln ist halt das wesentliche Thema. Und wir haben durchaus auch einige da, die da dran arbeiten können. Zindrig und Doyle primär natürlich. Wenn Emelina hier nichts zu pflanzen und zu ernten hat, dann ist er auch mit dabei. Und Markus hat im Moment hier die Armbrüste, wo er jetzt wieder was tun kann. Hat er schon irgendwo was fertig bekommen hier? Der ist ja da schon wieder fleißig am Bauen. Nee, aktuell noch nicht. Ist aber wahrscheinlich schlecht. Ich habe ja alles ab unter Gut, zerlege ich ja gleich wieder. Wird sicherlich hier und da dann auch noch mal passieren. Ich weiß nicht, wenn wir hier noch so drei Armbrüste so kriegen würden, das wird ja reichen. Die anderen können erstmal noch Langbogen halten. Langbögen sind schon auch okay. Kann man ordentlich mitarbeiten. Die haben eine höhere Frequenz und dadurch gibt es dann bis etwas mehr Skillpunkte. Und zeig mal, was hast du da? Eine gute schwere Armbrust. Das ist ja auch schon mal ganz ordentlich. Okay, denn wer kriegt denn das Ding denn? Doll mit 20, ja klar, weil not, ja. Ohne Passion dauert er sehr, sehr lange, bevor da irgendwo die Skillpunkte kommen. Aber ich meine, er hat 20, das reicht ja auch. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Ja, hol dir das Ding, ist okay. Dann wollte ich hier noch mal schauen, gefällt mir das so ab? Gut, die Helme, ja, das ist eigentlich in Ordnung. Und die Kleidung, das hat man ja, glaube ich, letzte Folge alles schon etwas hochgedreht. Mindestens gut, mindestens 50 Trefferpunkte. Und bei den Rüstungen haben wir die hier alle. Und naja, wobei, da könnte ich schon fast auf gut gehen. Ja, wobei, andererseits, wir können die noch nicht herstellen. Selbst, da muss ich mal gucken, wie sieht es denn hier aus bei den Rüstungen. Haben sie uns ordentlich was mitgebracht? Wir haben hier auf Lager noch mindestens 50 Dachau. Wir haben noch eine gute und eine ausgezeichnete Kettenrüstung. Und das ist es eigentlich, ein Haufen Helme. Könnte ich fast schon hier auf mindestens gut und ausgezeichnet. Naja, aber das reicht. Ach, das ist okay. Das kann meinetwegen erstmal so bleiben. Da müssen wir irgendwann vielleicht dann auch nochmal aussortieren. Da alles denn zerlegen, was da dran ist. Aber andererseits, das passt schon, die die sollen mal ruhig graben hier mit Priorität. Was das Einbauen angeht, dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen, wie ich das so sehe. Das müsste klar sein. Also, indem wir da die Wege da durch haben, das sieht schon ganz ordentlich aus. Patrick ist jetzt auch hier dabei. Oh, ein Hund ist aufgetaucht. Das ist natürlich nett. Andererseits hätte das auch irgendein Überfall sein können oder jemand, der hier kommt. Ja, der ist schon domestiziert. Was dann auch trainiert. Ein Hund, das ist natürlich schon nett. Das ist mal keine Schacke. Ein Tag alt. Boah, so jung. Das ist ja ein kleiner Welpe. Oh, naja, das ist ja süß. Der ist auch sehr klein aus, aber müssen wir mal gucken, wenn er hier ist, unser Schacke. Guck dir die ganzen Iltis. Ja, aber jetzt gibt es hier nichts mehr zu holen. Tut uns leid. Eigentlich tut es uns gar nicht leid. Aber ja, was soll's. Haben wir das jetzt hier so umgestellt. Ich glaube auch der Hund wird nicht hier reingehen. Der müsste vorbei gucken. Die Katze rennt jetzt doch hier schon rum. Ich hoffe, sie ist hier mir. Nicht, dass du hungrig bist irgendwann. Das wollen wir natürlich nicht. Kann man das hier irgendwo eigentlich sehen? Statistiken, Nahrung, ja, es geht schon runter. Weil, ich meine, klar, mit dem Hund und der Katze, das kann man vergessen. Die kriegen keine mit von Heu, können die sich nicht ernähren. Naja, müssen wir mal sehen, ob die hier vielleicht noch nicht reingeführt. Jetzt kam ja wieder so eine tolle Beleuchtung hier. Ob die dann nur noch nie reingeführt worden sind. Ich meine, andererseits könnten ja hier Hund oder Katze auch mal hier diese Iltisse jagen. Ne? Das wäre doch was. Ich glaube, die Katze ist auch abgestellt. So, da kommt der Hund hin. Aber nee, das ist die andere Katze. Die sind doch hier abgestellt für Ungezieferbekämpfung. Nein, sind sie nicht. Weil sie noch nicht fertig trainiert sind. Ja, war sowieso
Irgendwie nur ein Witz. Wieso sind denn die Schafe hier schon wieder aus? Ich habe die doch angemacht gehabt. Oh Mann, mit dem Training. Ich weiß nicht, da ist irgendwas, ist da auch noch nicht ganz koscher. Nein, wird das an. Bin ich aber erstaunt, die Ältesten hier. Holt die sich auch wirklich das Heu? Ja, das ist aber krass. Was wollen die Ältesten denn mit Heu? Moment, das kann gar nicht sein. Lagermenge 1, Futter. Muss man mal direkt mal beobachten. Dann müsste es ja hinterher weg sein, wenn die das Futter. Melina, Moment. Du stehst direkt daneben. Schieß da mal drauf. Ja, der ist kaputt. Hast du direkt getroffen. Dafür habe ich den Trainingsversuch denn dabei verhauen, wenn ich welchen abgebrochen habe. Tja. Naja. Oh, du genießt bei. Das ist so unglaublich. Okay, der futtert den hier, aber ich kann mir immer nicht. Den Polymer daneben ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hat sie den umgeschossen. Tja, da haben wir hier an den Tag hier irgendwie schon auch vier Ältesten entsorgt. Das würde ja vielleicht gehen, wenn ich das so sehe. Komm, die nächsten beiden. Bist du noch hier oben? Nee, ist keiner mehr da. Zündrig genießt Unterhaltung. Das einzige Problem ist der Zündrig, bis der da ist. Na, warte mal hier. Du solltest ja sowieso trainieren. Dauert nur eine Weile. Der hier rausgekommen ist und die weg. Kannst du da noch Zündrig? Kriege ich das noch hin hier? Erwischt den Ötis hier gerade nicht gut. Aber ich glaube, eh du hier bist, sind die sowieso wieder weg. Ja, aber das Gute ist, da kommen die nächsten. Wo hättet ihr da fast auf dem drauf? Gehen in den nächsten hier. Diese Iltisse. So, jetzt bist du hier. Ich frage mich, was die Iltisse mit dem Heu wollen. Jetzt hast du den nächsten, aber schnell den nicht weg, weil du bist noch nicht fertig. Hier, hast du den nächsten. Diese Ältesten sind einfach eine Plage. Eine unglaubliche Plage. Die kommen halt auch immer wieder. An sich ist das gar nicht schlecht. Die brauchen nur hier stehen bleiben. Jetzt steht er direkt daneben und ja, der haut dann trotzdem. Das ist unglaublich. Aber ähnlich. Komm doch mal her. Hier ist doch ein Ältester da. Nicht dem hinterherrennen, sondern einfach dem hier, der hier direkt vor der Tür steht. Da. Dann haben wir den nächsten erwischt. Nee, komm her. Ja, aber ich glaube, wir haben die Iltis-Population schon gut reduzieren können, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie an. Wie Sisyphus Arbeit hier. Es kommen halt immer wieder neue. Gut, er hat auch mal nicht so viele Skillpunkte, ne? Oder Fähigkeiten hier. Also, oh, jetzt ist er aber schon 15, also das war schon gar nicht übel. Ja, jetzt mal wieder eingetroffen. Okay, das reicht jetzt. Immerhin haben wir uns auf die Art also auch hier den Skill 15 geholt. Also Fähigkeit 15. Entschuldigung, muss gerade mal nebenher nochmal einen Schluck trinken. Naja. Und keine Ahnung, ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt. Aber es waren schon sehr, sehr viele Iltisse, die wir hier auch dabei erlegt haben. Inwieweit das was nutzen wird, nein, glaube ich nicht. Ich bin ja erstaunt, dass die sogar auch hier das Heu wegfuttern. Das ist ja irgendwie auch krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber bitte, warum sollte endlich das Heu fressen sollen? Aber, ach ja gut, mach halt.
So, dann schauen wir mal, was inzwischen hier der Markus alles noch so fertig bekommen hat an Armbrüsten. Nix. Boah, die ganzen Langbögen. Tja, da würde ich mir jetzt irgendwie auch wünschen, weil ich könnte ja, wenn ich da was einstelle und genau zwei gute Langbögen zerlege, das müsste eigentlich ja funktionieren. Gut, das ist hier fast fertig, die Armbrust, ich verstehe. Gut, dann kommen wir hier, das werden wir mal hier kurz einstellen. Und zwar Menge 2 und alles entfernen. Und achso, das muss. Ist gut. Ja. Und dann. Oh. Dann zerlegen wir da exakt zwei davon. Die kannst du ja noch fertig machen, ja, und dann zerlegt zwei davon. Ja, so funktioniert das denn doch, weil irgendwie, ich habe ja, wir haben ja auch gesehen, wir haben ja auch bei den Helmen und so, da haben wir ja viel zu viel, also da müssen wir eigentlich auch mal ein paar zerlegen, aber jetzt nicht ganz so wichtig und dringend, aber soll ich das nochmal ausprobieren, ob das denn funktioniert. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, hier kommen die nächsten Iltisse, ist irgendjemand, der hier was trainieren will. Da kommt da. Und jetzt holt er uns sich wirklich das Heu hier. Ich wollte ja mal schauen hier. Lagermenge 1, Futter. Der Iltis hat sich was geholt und wir haben irgendwie immer noch Lagermenge 1. 117. Das habe ich da den Falschen geguckt. Naja, gut, okay. Oh, Emelina, das ist aber schön, dass du gerade hier bist. Nur, dass er da wieder mal nichts trifft. Jetzt hat es ihn doch abgeschossen. Wahnsinn. Ich werde das schon schaffen hier. Das war nicht mein Plan, muss ich sagen. Ja, aber jetzt haben wir den auch erwischt. Wieder zwei Iltisse weniger. Es geht ja vielleicht doch. Wollen wir mal gucken, wie viel wir jetzt noch haben von Iltissen. Wir haben ja wirklich schon. Also, trotzdem, mein. Ja, hier ist noch einer. Jetzt müsste ich würde das ja gern sortieren. Zwei, drei Iltisse. Vier, fünf. Wir haben nur noch fünf Iltisse. Wahnsinn. Naja, dann kriegen wir es vielleicht doch hin auf die Art. Ja, ich denke, ich werde das versuchen. Das hatte ich nicht gedacht, aber jetzt haben wir doch öfter mal gut getroffen. Und das ist hauptsächlich das Problem, dass man das, ja, dann kommen die halt an und rennen weg und man rennt den ewig hinterher. Jetzt sind wir aber doch, ich meine, Skill 15 ist nun wahrlich nicht riesig, das ist definitiv nicht so, aber es ist doch einigermaßen ordentlich. Schießt ab und an mal daneben, ja, aber trifft eben auch ab und an mal. Und ja, auf die Art. Naja, mal sehen. Die sind ja auch nicht alle in unserer Nähe. Aber die werden schon wieder kommen. Trotzdem, wenn wir jetzt wirklich nur noch fünf haben, und da ab und an noch einen erlegen können, ich denke, dann kriegen wir das doch hin, die hier wegzuschaffen. Naja, gut. So, aber so oder so, das Tierfutter ist halt auch nicht mehr so einfach nachzuproduzieren ohne Gemüse. Das ist halt der Punkt. Will heißen, wir sollten hier schon schauen, dass wir das hinkriegen, aber wir sind ja auch auf dem Weg, unsere Gemüsefelder hochziehen. Ist nicht so unwichtig. Ich hätte die grundsätzlich hier reinbauen können, aber die sollen ja hier, wir werden, wie gesagt, hier Karotten und Kohl, das setzen wir hier rein. Das wird auch die nächste Geschichte sein. Und wenn ich das jetzt sehe, die sind hier zu viert am Buddeln und wenn wir mal gucken, da rennen die Tiere auch schon nebenher mit rum und sind auch voll dabei, gleich die ganzen Erddinger wegzuschaufeln, also wegzuschaffen. Ja, das ist schon klasse. Naja, wenn man das jetzt hier so sieht, auch mit etwas Beschleunigung, das finde ich schon super. Markus ist ja immer noch am Fertigen, mal gar nicht geguckt. Wie sieht es denn aus jetzt hier? Fernkampf, Fernkampf, spielbar. Ah, eine ausgezeichnete, hast du sogar hingekriegt. Ja, Wahnsinn. Okay. So. Douglas kriegt auch eine schwere Armbrust. Okay. Dann vielleicht noch eine für Colina, ja. Das ist aber auch hier. Irgendwelches Zeug hier ständig.
Mensch, ich will hier Leute haben und keine Handelskarawanen. Das bringt mir irgendwie wirklich nicht so viel, finde ich. Und Markus wieder kurz bevor er fertig ist. Das war da beim letzten Mal auch so. Ich glaube hier wirklich, die Leute lieben das. Irgendwie schnell nochmal was anderes machen, kurz bevor sie fertig sind. Wahnsinn. Ich meine, guck dir diesen Kreis an. Naja. Das machen sie ja auch hier beim sonstigen Bauen, also beim Graben, beim Bauen irgendwie immer so ein Feld vorher oder so. Das ist schon Wahnsinn. Na gut. So, jetzt sind sie hier weiter am Graben. Ja, warum denn da drüben die Sache fertig machen? Ne? Da können wir doch mal hier mal wieder machen. Ist aber auch verteufelt. So, Markus hat jetzt da was fertig. Da ist die eine gute schwere Armbrust, hat er jetzt hingekriegt. Und Colina ist beim Schreiben. Nur ja, aber kannst ja trotzdem denn mal so eine holen. Und ich denke, er baut die nächste. Naja, die eine wird hier gleich weggehen. Zack, die hat sich Colina geholt. Gut, das heißt, er baut dann zwei neue und zerlegt denn hier. Oh, dann ölt es hier. Irgendjemand, der da was machen kann, Markus. Mach mal, Markus, unterbrich mal kurz. Schaffst du das? Er hat noch nicht fertig gefuttert. Oh, du hast getroffen. Ey, das war ja klasse. Wieder ein Iltis weniger. Und da kommt der nächste an. Und der ist auch weg. Boah, ein Schuss Eintreffer. Ist ja auch krass. Und schon wieder noch jemand, nee, der hier gerade oben ist und was machen kann. Nee, Markus ist da. War der einzige. Na ja, dann kriegt er die Skillpunkte. Boah, hast du das gesehen? Hier war der Ältere und die haben hingeschossen. Mensch, Markus, also wirklich. Die Iltisse, die wir hier hatten, haben offensichtlich den Weg zu unserer Basis gefunden. Da ist wieder einer weg. Kommt da gleich wieder. Hast du den sogar hier hinten erwischt? Das ist ja unglaublich. Ah, da ist es auch hier. Hol dir den hier einfach. Guck mal, der ist direkt hier vor unserer Tür. Iltis Jagd. Was ich meine, das Gute ist irgendwie, die kommen halt immer wieder angerannt, weil sie hier was fressen wollen. Und das Schlechte ist, dass wir doch insgesamt so schlecht treffen. Jetzt habe ich mich vorhin gerade gefreut, dass das funktioniert mit dem Schießen und Treffen. Aber ja, man kann schon immer noch erkennen, dass es so doll denn auch nicht ist. Jetzt kommen schon hier die nächsten an. Wieder eine erwischt. Aber irgendwie ist immer noch. Colina, du willst auch noch hier ein wenig Punkte. Jetzt haben wir wieder. So, da haben wir doch wieder zwei, drei hier aus dem Spiel genommen. Noch mal wieder gucken, wie das hier in der Liste aussieht. Keine Iltisse mehr da. Die sind alle weg. Wir haben die Iltisse ausgerottet. Wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich. Und auch ein bisschen witzig. Na gut, wir haben hier eine Karawane. Na, dann lass mal schauen hier. Paulina. Was wir da vielleicht handeln können. Wir holen uns auf jeden Fall mal die Goldmünzen, das ist ja klar. Und allzu viel, ja, ich weiß nicht, allein wegen der Preise, ich will eigentlich nicht so viel handeln. Dann schicke ich lieber mal eine eigene Karawane wieder los. Die Preisunterschiede sind halt teilweise doch nicht so knapp. Aber hast du vielleicht irgendwelche Tiere, die. Oh, die, eine Schmiede mit Kalkstein. 63, nee, Wahnsinn, das geht nicht.
glaube, wenn man die sonst einkaufen, dann ist das so ein Drittel. Gut, das hängt natürlich immer davon ab, wo wir jetzt sind. Aber nee, wenn ich das sehe, gerade so teure Sachen, das können wir eigentlich nicht machen. Der Händler, das ist am Anfang gut, solange wir da selber noch nicht handeln können, macht das auch total Sinn. Aber jetzt in der Phase, nee, also fällt uns da irgendwas ein, so mechanische Komponenten, diese, guck mal, das ist 100. 100 kostet eine. Und was, für was haben wir die eingekauft, wo wir unterwegs waren? Waren das 10, 20? Irgend sowas in der Richtung. Handelsbonus. Achso, jetzt sehe ich das gerade. Basiswert mal 1,4. Sind 40% mehr. Und wenn wir woanders sind, da geht es, glaube ich, beim Einkaufswert sogar runter. Ja, es ist schon ziemlich krass vom Unterschied. Nee, also ich kaufe die hier nicht für 100. Also ich hätte die 10 Komponenten schon gerne gehabt, aber für 100, das ist ja Wahnsinn. Zumal wir hier ja unsere Verkaufspreise, die auch nach unten gehen. Ich werde mal denen das Gold hier abkaufen. Gold ist halt Gold, das ist eins, das bleibt, das ist nicht erhöht oder nicht abgesenkt durch die Sachen und geben ihnen irgendwo was, wo wir sowieso einen Haufen Zeug von rumliegen haben, das wir nicht brauchen. Kräuter kann man grundsätzlich aber natürlich eigentlich auch gut verkaufen. Na gut, pass auf, wir werden mal ein paar, machen wir mal 10 Kräuter. Vom rein vom Wert her sind die natürlich toll. Weil das bringt eine Menge. 52. Leinstoff. Ist auch nicht übel. Wie tut es mir denn immer leid, wenn ich den denke, wenn wir selber Karawane machen, dann holen wir da viel mehr raus. So, echt. Colina ist auch gestiegen. Philosophen der natürlichen Ordnung. Ja. Naja, gut. So, alles klar. Denn. Schon verfügbar. Händler, ja. Lass mal gucken hier gerade. Armbrüste war hier. Hier ist noch nichts weiter. Und da müssen wir mal gucken. Ja, die Ecken fehlen uns hier noch. Sollten wir vielleicht mal das irgendwo priorisieren. Schauen wir mal. Aber wie die das immer so machen, die haben halt überall mal. Aber pass auf. Oh, das ist jetzt trotzdem so. Ich sehe gerade, die Mitten sind ja frei hier. Für den Balken, nee, hier leider noch nicht. Das ist aber auch. Aber ich fange jetzt hier trotzdem an, dann kann ich das ja mal erweitern. Wir kriegen hier unser Kohlfeld. So. 6 mal 10, das werden wir denn hier auf die Ecken erweitern. Ja, ich weiß, dass die da nur platziert werden. Ich will ja hier oben gar nicht. Und zu dem Kohlfeld kriegen wir dann auch noch die Karotten. Da sind die Karotten. Und. Da kommt denn da das nächste Feld hin. Dann könnt ihr da schon mal anfangen. Emelina und Godric, das sind ja hier unsere Botaniker. Die werden das dann sicherlich auch einpflanzen. Und ja. Das können sie denn ja schon mal machen. Okay. Na gut. So, denn weißt du was, wenn ich das denn hier sehe, dann können wir das ja vielleicht doch mal wieder ändern hier. Problem ist, wir brauchen Gemüse dafür. Wir haben noch kein Gemüse. Aber wir können ja hier vielleicht ein paar Pilze. Ich denke, das funktioniert auch. Da kann man auch Tierfutter draus machen. Dann haben wir wieder etwas. Ich weiß nicht, ob einfach so aus sich heraus plötzlich wieder Iltisse entstehen können. Ob die einwandern müssen oder was da passiert. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht und noch nie geschafft, aber eigentlich auch noch nie versucht, die auszurotten. Es ist halt wirklich nervig. Jetzt habe ich mich einfach mal entschlossen dazu und dann mal gucken, was denn hier jetzt noch so passiert an dieser Stelle mit den Tierchen. So, Fernkampf, da haben wir die alle verteilt. Klar, es kommen immer mehr Langbögen rein, weil wir jetzt ja auch immer mehr Leute hier ausrüsten mit den Armbrüsten. Ja. Wie so häufig. Es ist nicht ganz so knapp die Fertigstellung hier wie vorher, aber ja, es ist, weil ich glaube, der
Oh, der Doktor baut schon, wenn das der Balken ist. Naja, so. Denn den Händler haben wir hier durchaus schon abgefrühstückt. Das ist nicht mehr interessant. Dann kommt mal alle, werdet mal wach hier und arbeitet mal wieder, Leute hier. Mal sehen. Wie sieht es eigentlich aus hier? Das ist unser. Oh ja, mit dem Material Holz 259 ist auch nicht so viel. Da müsste man eigentlich auch mal wieder noch ein paar Bäumchen fällen, habe ich so das Gefühl. Weil hier sind viele von den Bäumen relativ groß. Da werden wir wahrscheinlich demnächst auch Holz reinkriegen. Hier ist ein Apfelbaum, mal wieder ein Setzling gespawnt hier auch. Also außerhalb des Rasters, wie wir die geplant haben. Nee, sonst haben wir da nichts dazwischen. Hier sind Birken, aber die müssen wir nicht aussortieren. Aber es ist insgesamt wenig Holz, ja. Ich werde mal doch hier wieder ein wenig markieren zum Abbauen. Wir brauchen im Moment nicht so viel Holz. Generell. Ja, in unserer Basis, weil, ja gut, das hängt damit zusammen mit den Baustellen, die wir haben, und die sind nicht so doll. Es ist im Wesentlichen ja jetzt gerade eine Geschichte, dass wir uns durchgraben für alle möglichen Dinge. Zunächst mal hier die Felder, die da entstehen, und danach werden wir dann hier unten auch bei der Basis fortsetzen. Joa, naja, Emelina schneidet jetzt erstmal die Bäume. Rodrik pflanzt hier ein. Das kann er auch, weil hier cool, braucht kein Skill. Karotte 10, das ist jetzt auch kein Problem. Rodrik ist ja an der Stelle auch schon auf 21 Botanik. Naja, mal dabei, jetzt werde ich den jetzt mal hier an die Hand nehmen. Habe ich mir gerade. Wo willst du hin? Setz dich wieder. Jetzt hat er hier eben gegraben. Und jetzt will er wirklich hier hinten hinrennen. Leute, nee, jetzt binde ich ihn hier an und lass ihn die letzten drei Felder machen. Danach kann er denn gerne woanders, wenn er das möchte. Ja. Irgendwie hat er sich halt auf dieses Feld versteift und würde da jetzt, glaube ich, immer wieder hinrennen. Und jetzt machen wir hier das eine fertig und danach können wir gern da drüben. Ja. Dich hin da. Und dann sind wir hier so weit und können das erweitern. Dann sind wir an der Stelle komplett oben. Dann haben wir das gleiche hier. Und dann ist die Ecke auch zu. Wunderbar. Sehr schön. Und dann seid ihr hier dran. Da können wir dann auch erstmal noch unseren Mittelbalken. So, dann mach mal. Ja, die Idee ist grundsätzlich hier schon, warum habe ich überhaupt die Mittelbalken hingebaut? Ich will denn doch, wo haben wir das Gitter hier, den weiten Gitterboden, den werden wir hier da drüber setzen, so hier. Das ist die grundsätzliche Idee, nur im Moment will ich das noch nicht machen, weil doch, die sollen erstmal graben und andere Baustellen. Das ist jetzt kein so gigantischer Schutz, das Sonnenlicht kommt durch, das ist das Wichtigste, dass die darunter nicht abgeschottet werden dadurch. Regen und Schnee können zwar rein, aber Hagel kann nicht rein. Insofern haben wir doch einen kleinen Schutz. Aber es ist für mich jetzt nicht das, hat einfach nicht die höchste Priorität. Das ist so die Sache. So, hier sind wir so weit. Du baust da. Dann kann ich jetzt grundsätzlich hier auch schon mal die anderen, die wir noch brauchen. Und die anderen heißt in dem Fall Kräuter und Flachs. Kräuter ist hier. Und dann haben wir. Johannes, Gerste, da ist Flachs. Ja, ist alles schon okay. Mal jetzt hier noch sechs Felder frei zu graben. Wir sind jetzt denn hier am Anpflanzen. Wunderbar, dann kann das losgehen. Das ist natürlich auch, ja, wir haben Tag 9, also es wird dann auch mal langsam Zeit, ne? Keine Frage. Und naja. Ich denke mal, Doyle ist hier auch noch am Graben. Ja, das sieht alles ordentlich aus. Wird natürlich dann schon gleich auch unten weitermachen in der Basis. Denn selbst hier rennen sie noch hier zwischen den zwei Feldern hin und her. Den wenigen, was wir haben, aber ja, was soll's.
Hat sich den hier schon einer reserviert? Nö. Dann kannst du den jetzt aber bitte mal hier noch fertig graben. Gewöhnt euch doch mal an, Dinge fertig zu machen, liebe Leute. Ihr kennt doch den Spruch. Stopp, Start, den Start, Finishing. Ne? Dann haben wir die mal durch. Wunderbar, das ist sehr schön. Das waren dann da die Grabungstätigkeiten. Dann würde ich sagen, können wir doch mal direkt hier weitermachen. Unsere Produktionsstätten. Ein wenig kannst du meinetwegen hier auch das Lager denn schon beginnen. Das ist ja hier total duster. Wir würden auch mal hier weitermachen wollen. Oder hier unseren Gang weiter graben. Lass mal bitte die Sachen hier kurz weg. Das brauchen wir nicht. So, während denn das ist hier. Hier ist ja tierisch was los. Also, wir kriegen natürlich hier den Gang. Der wird die Breite 4 haben bis hier. Hier werden wir das dann sogar auf 6 Breite erweitern. Das wird eine große Halle hier. Wo denn die Gegner ihr Ende erleben werden, wenn alles ordentlich läuft. Dieser Gang hier, den werden wir weiter bis hier durchziehen. Dieses Teil. Und links und rechts daneben geht es dann nach unten, weil wir müssen natürlich, wir haben ja jetzt schon hier hinten zwei Quartiere, die schon sozusagen, fangen wir an der zweiten Ebene sind, also der zweiten Ebene nach unten. Wir werden noch eine dritte kriegen und perspektivisch werden wir natürlich dann alles von hier unten anlaufen. Also, wenn wir mal diese Sachen hier wegmachen, ich würde mal, wenn wir jetzt auch anfangen, an der Stelle schon mal etwas nach unten zu graben. Machen wir mal so hier. Dann haben die Gräber jetzt wieder was zu tun oder die Buddler. Gräber hört sich irgendwie auch mal. Dann, ja, kommen wir an der Stelle weiter. Die Produktionsstätten, die wir hier haben, die sollen dann schon entstehen in diesen beiden Räumen hier, ist der Plan. In der Forschung haben wir inzwischen auch einiges fertig. Die Schmiede wäre verfügbar. Rüstungsmacher auch. Wie ist denn halt für die Apothekersache? Das ist noch nicht ganz so. Bis ob ich auf Möbel gehe, was brauche ich denn dafür? 35. Das Ziel wären natürlich hier die großen Betten. Das soll jeder bekommen. Und wenn wir das in die einzelnen Quartiere dann reinstellen können, dann gehen die sofort auch auf gut. Der Wertung und das würde uns natürlich an die Siedler ja, bessere jetzt war ja 35 bessere Stimmung. Ich würde haben wir doch das Schmieden erst noch. Denke ich, hätte ich gerne alles Schmieden, Möbel und das mit den Rüstungsmacher. Ja, naja, gut, pass auf. Ja, wir nehmen hier die Möbel 3, da kriegen wir hier einen neuen Tisch für unsere große Halle. Sessel auch. Was hier so machen. Und dann müssen jetzt, ach so, Melina ist aufgestanden. Naja, okay, alles klar. Dann können wir hier die Baustellen mal auch wieder noch hier. Geht es dann runter, wie gesagt, in den Treppen. Schauen wir mal. Und hier würden wir denn zunächst mal den Tisch vielleicht zur Seite tun. Ich würde den neuen Tisch schon hier hingehen. Wir haben, glaube ich, hier keine Möglichkeiten, das abzugraden. Sowas gibt es hier nicht. Wobei dann natürlich auch mal die Frage ist, da müssen die irgendwie die einzelnen Teile miteinander verbunden sein. Also irgendwie eine Markierung. Item 1 ist das Upgrade von Item 2. Das ist ja nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir tun den Tisch einfach mal einen Moment beiseite. Das kriegen wir schon hin. Und können natürlich hier nicht alles abreißen. So. Weil die Leute werden auch bald aufstehen. Gerade jetzt in der momentanen Phase können wir das vor allem nicht. Weil nach dem Aufstehen werden sie auch essen und sich dabei an den Tisch setzen wollen. Insofern schieben wir die Dinger hier alle mal etwas beiseite. Und das wird dann jetzt auch natürlich ein wenig dauern, ehe die
unserer Leuten denn hier aufgestanden sind. Und unser Baumeister, das werden im Wesentlichen wahrscheinlich Doyle und Markus sein, ja. Und wenn die aufgestanden sind, dann können sie die Sachen hier verschieben und dann bauen wir da die neuen Sachen rein. Ja, dann ist insgesamt danach die große Halle auch gut. Wir sind gut, wir werden hinterher auch gut sein. So extrem sind die Upgrades nicht, die wir durch den Tisch und Stühle kriegen werden. Das ist schon so. Aber ja gut, das sind kleine Upgrades, kleine Schritte. Vorwärts ist trotzdem, glaube ich, ganz okay. Das wird schon werden. So, dann müssen wir mal hier schauen. Wir kommen langsam auch hier, wie erwähnt, an die Grenzen unserer Lagerkapazität. Insofern ist das Lager hier durchaus auch von Bedeutung. Da kommt dann noch der Brennofen rein. Das ist dieser hier. Haben wir noch ein wenig Zeit bis dahin. Hier haben wir jetzt erstmal alles weggefressen. Durch die Möbel 3. Möbel 4. Da sind wir vor allem hier in den 1er und 2ern. Naja, okay. Also den anderen Büchern da. So, dann schau doch mal. Doyle ist hier schon voll dabei. Das ist toll. Denn wenn wir da ja direkt schon anfangen, die neuen Stühle zu platzieren. Qualitätssessel, ja. Zweimal. Markus ist auch aufgestanden und auch dabei. Der hat sich auch einen Stuhl geschnappt. Ah, es ist ja sehr schön. Ich frag mich, was die ganzen Tiere. Ich meine, guckt euch das an. Das ist hier. Die sind wirklich alle drin, die hier hoch. Tja, Ondo, unsere Ziegen, unsere Kühe, unsere Esel, die rennen alle hier durch die große Halle. Ey, das ist ja krass. Was machen die alle hier? Das ist vielleicht irgendwie insgesamt mit der wärmste Raum, ob das darin vielleicht liegen könnte. Ich weiß nicht genau. Also ist schon interessant. Na gut, so, wir machen hier weiter mit unseren neuen Stühlen. Die werden wahrscheinlich das hier, also Markus und Doyle, die werden weiter abreißen. Wenn sie das hier, nee, gucke, Douglas setzt sich, aber nee, Douglas ist das, setzt sich erstmal hin und nimmt hier sein Frühstück. Zündrick hat auch einen Stuhl gefunden. Jetzt könnten sie sich hier denn auch noch hinsetzen, wenn noch einer kommt und erstmal noch einen Happen essen will. Dann ist das sicherlich auch, ja. So, hier oben werden denn hier Flachs und Kräuter. Es geht alles super vorwärts, sehr, sehr schön. Das gefällt mir alles gut. Hier wird auch weiter gebaut. Das macht ja alles einen ordentlichen Eindruck. Markus, mach mal da. Ja, der erste neue Stuhl ist fertig. Wir haben hier eigentlich noch zwei abzureißen. Ah ja, das hast du gemerkt. Naja, da kommen wir teilweise schon schlecht rein hier. Kannst du den einen bitte noch holen? Markus, ja, sieht das Gebäude entfernen. Das ist der letzte Stuhl. Okay, wunderbar. Dann fehlt uns nur noch der Tisch. Und da haben wir dann also hier ein großer Holztisch. Und das war der alte. Und jetzt kommt hier der neue großer Qualitätstisch. 100 Holz. Das ist schon erheblich. Aber werden das hinkriegen. Sieht soweit ordentlich aus. Jetzt haben wir zumindest mal alles platziert. Ja, der Tisch ist wieder da. Das ist gut. So, dann wollen wir vielleicht hier einfach mal die Holzsessel mal abbauen. Kriegen wir auch etwas Holz, aber so die Hoffnung, dass vielleicht etwas davon dann gleich für den neuen Tisch verwendet wird. Na, ich glaube, das schaffen sie irgendwie dann doch nicht so ganz. Aber gut, was soll's. Die Ziegen, die stehen ja hier schon alle rum, die werden das Material schon irgendwo ins Lager schaffen und dann können Markus und Doyle sich das halt von da holen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, mehr Stühle sollte ich vielleicht für den Moment nicht abreißen. Wir haben hier zwei neue, haben wir hier schon gesetzt. Das sieht ordentlich aus. Aber eben nur die beiden. Und wir brauchen ja auch ein wenig was. So, jetzt haben wir hier drei Stühle fertig. Naja, sie arbeiten dran. Sie brauchen denn eben hier auch Leinen und 30 Holz. Das ist schon nicht so unerheblich. Und ja, das hat man ja gesehen, die 100 Holz dauert etwas, wie sie das hinkriegen. So, aber okay, die sind dran. Können sie machen.
Na gut, ich würde sagen, markiere ich das ja eigentlich einfach alles mal zum Abreisen. Es wird gehen. Tja, schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Soll für den Moment erstmal genügen. Unsere Basis nimmt langsam Gestalt an. Die Felder sind hier alle fertig ausgegraben. Wir sind noch nicht ganz fertig gesät. Hier sollen ja Kräuter hin. Skill 25 hat aktuell nur die Emelina in Botanik. Godric ist auch fleißig dabei. Auf 22 ist er immerhin schon raufgekommen. Das ist ja auch schon mal nicht übel. Aber ja, das kann er hier doch noch nicht ran. Das muss Emelina machen. Aber das wird sie denn angehen. Und hier beim Ausgraben können wir uns dann jetzt mehr darum kümmern, dass hier zum einen unsere beiden Produktionsräume entstehen, dass wir das zweite Lager bekommen und danach werden wir hier unseren, naja, unseren Gang des Todes werden wir dann bauen. Da werden irgendwann dann die Gegner reingeleitet werden und die werden wir dann von der anderen Seite schön beballern können. Soweit die Idee. Dann zunächst mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.